Willkommen zurück zu The Cat Lady. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier sind, aber wir haben Schauriges erfahren das letzte Mal vom Onkel Doktor, der irgendwie voll der Mörder ist. Und ja, weiß gar nicht, ob es hier noch was gibt. Noch ein unglückliches Opfer des Mörders. Sie sieht, als wäre sie schon eine lange Zeit tot. Wahrscheinlich, sie sieht aus. Ja, okay. Da war jetzt aber nichts mehr, glaube ich. Und die Stange haben wir. Also würde ich sagen, gehen wir jetzt mal raus und gucken, was jetzt hier passiert. Untersuchen. Alte, rostige Tür. War nicht mal abgeschlossen? Nee, natürlich nicht. Was? Keine Ahnung, was sie gerade noch gesagt hat. Okay, Stuhl. Untersuche. Wenn ich sonst nichts finde, kann ich vielleicht diesen Stuhl als nutzen. Also als Waffe. Ich gehe da mal rein in die andere Zelle. Oh oh, das Licht geht aus. Waschbecken. Lass kaltes Wasser laufen. Heißes, mach den Wasserhahn. Okay, läuft nicht mehr. Seife. Die nehme ich mal mit. Vielleicht brauchen wir die für irgendwas oder so. Kann man hier noch wohin? Oh ja. So voll so Saw-mäßig hier, so wie Fallen. Dame mit Hermelin. Untersuche den Leiche. Untersuche die Puppe, nimm den Puppenkopf. Ich untersuche mal die Leiche. Diese Leiche ist schon ganz schön verfault. Während echte Kunst ewig währt, verrotten die Modelle des Doktors schon bald und fallen auseinander. Dieser kranke Mann, wie hat er bloß geschafft, seine Verrücktheit zu verstecken? Untersuche die Puppe. Ich glaube, er konnte keinen Hermelin finden, da er hat er stattdessen diese gruselige Babypuppe genommen. Nimm den Puppenkopf. Ich könnte das sicher gut gebrauchen. Ach, echt? Okay, Gefahrenschild, lesen. Scheinbar wurde dieser Ort vor langer Zeit stillgelegt. Eines Tages, wenn sie ihn schließlich abreißen werden, alle Beweismittel unter all dem Schutt vergraben werden. Liz? Was? Untersuchen. Oh Gott, das ist Liz. Aber das ist unmöglich. Ich habe letzte Nacht mit ihr gesprochen. Ich habe versucht, sie vom Springen abzuhalten. Und doch ist sie hier und steckt auf einem Metallstab. Sieht aus, als wäre sie schon eine ganze Weile länger tot. What? Was ist denn geschehen? War es nur ein Traum? Werde ich wirklich verrückt? Oder war sie wirklich da? Nur schon tot? Ich muss sie mal untersuchen hier. Ihre Taschen sind leer. Ich nehme die mal runter. Ich hoffe, du findest nun im Tod etwas Frieden. Wo ist sie denn jetzt runtergefallen? Oh, wie schrecklich. Okay, ich gehe da mal rein. Abgeschlossen. Okay. Scheiße. Was ist das hier im Schatten? Oh, ich habe Angst hier im... Ich habe Angst hier im Schatten zu stehen. Das ist alles mega unheimlich. Oh, was schreit denn da im Hintergrund? Oh Gott. Eine blutweinende Mona Lisa. What? Oh Gott. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Die lebendigen Gemälde. Außer, dass das hier eine Leiche ist, die von Kabel gehalten an einen Stuhl gebunden ist. Ey, wie krank. Und dann dieses Schreien noch die ganze Zeit. Was? Was passiert denn jetzt? You're gonna pay for this, you bastard. Boah, wie krank. Mona Lisa untersuchen. Scheinbar hat er viel Make-up benutzt, um sie in dieses Ebenbild der Mona Lisa zu verwandeln. Ey. Die armen Frauen. Skelett untersuchen. Ein falsches Skelett. Es wurde bestimmt zum Leeren benutzt, bevor es hier gelandet ist. Bolzen. Den nehme ich mal. Staffelei. Untersuchen. Der Doktor hält sich selbst so für einen Künstler. Oh, krank. Mhm. Schön. Werkbank. Untersuchen. Ich könnte hier wahrscheinlich eine Waffe herstellen. Benutzen. Werkbank. Untersuchen. Geh zurück in einen. Untersuchen. Ich brauche eine Waffe. Ich kann hier eine bauen. Dann würde ich doch mal sagen, können wir da nicht irgendwas von nehmen? Zum Beispiel unseren Bolzen. Benutzen. Das würde nicht funktionieren. Eisenstange. Benutzen. Ah. Mhm.
Und? Der Bolzen muss gesichert werden, sonst fällt alles einfach auseinander. Ja, mit Seife wohl nicht. Da mit dem Puppenkopf auch nicht, ne? Ich brauch was anderes. Ist hier noch irgendwas? Geh zurück ins Zimmer. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas kann ich benutzen. Ist hier nichts dabei? Irgendwas, was ich nehmen kann? Ah, hier vielleicht. Oh Gott. Venus, untersuche die Leiche. Noch ein armes Opfer des verrückten Doktors. An einem ihrer Finger ist etwas Glänzendes. Schau die Hand an. Das könnte ich vielleicht gebrauchen, um das zu befestigen. Eine Metallmutter steckt auf ihrem Finger wie ein Ring. Ich könnte ihn vom Finger ziehen, wenn er nicht so geschwollen und steif wäre. Dafür ist die Seife. Das ist keine schlechte Idee, aber die Seife ist knochentrocken. Oh. Okay, dann müssen wir nochmal zum Wasser gehen. Und die kenne ich auch, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Schöne Geschichte eigentlich, aber in dem Fall, ihr Schlaferkörper ist exakt so positioniert wie im Bild. Scheinbar hat der Mörder Draht verwendet, um ihren Kopf geneigt zu halten. Boah. Scheiße. Spind. Untersuchen. Ein rostiger Metallspind. Öffnen. Öffnen wir ihn leise. Schraubenschlüssel. Nehme ich. Okay, sehr gut. Ich mag aber nicht noch weiter da lang gehen. Ich gehe erstmal nochmal nach rechts für den Fall, dass der da irgendwie sitzt, der Doktor oder so. Oh, scheiße. Das ist so schrecklich und diese ganzen, orientiert an diesen ganzen Kunstbildern, ey. Was macht der hier? Das Schlimme wäre, wenn irgendwo hinter diesen Bildern halt der Doktor sitzt und nicht eine von denen. Können wir hier nochmal rein? Nee, oder will ich da rein? Nee, ich, doch. Oder nee, hier wollte ich rein, genau. Ja. Waschbecken. Benutzen. Damit die jetzt so ein bisschen feuchter ist. Jetzt ist sie voller Schaum. Könnte für irgendwas nützlich sein, denke ich. Okay. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Ja. Schön. Hier ist unsere Werkbank. Ich versuch's nochmal. Ach nee, ich brauche ja den Ring erstmal. Okay, Moment. Diddle. So, nochmal. Sag's nochmal. Ja. Hier ist die Seife. So, jawohl. So, und jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Damit wir hier irgendwie, ja. Liegt hier noch alles, ne? Ja, so. Nimm mal die Mutter, benutzen. Jetzt muss ich die Mutter nur noch mit einem Werkzeug festziehen. Auch das habe ich schon. Benutzen. Die Waffe ist fertig. Ich glaube, es ist Zeit, den Doktor zu besuchen. Woho. Okay. Geh zurück in das Zimmer. Speer. Okay, wir haben einen selbstgebastelten Speer. Susan ist sauer. Und denkt sich, leck mich. Niemand tötet mich. Und andere. Jetzt habe ich aber auch echt ein bisschen Schiss, nach da zu gehen, muss ich sagen. Boah, was erwartet uns jetzt hier? Das Gefühl, das Schreien wird auch immer lauter. Oh Gott. I don't need eyes to enjoy your fear. Scream louder, little bitch. Scream your lungs out. Oh mein Gott. Louder, I said. Oh Gott. Oh Gott, bitte tu ihr. Nein, bitte tu ihr nichts. Oh, ey. Prügelt der sie gerade? Oder? Yes, this is by far my favorite of songs. Would you like me to dance for you? Unlike you, I know all art needs to be appreciated.
Your scream is like a poem without words. Er trägt eine Maske und eine Augenbinde. Er ist davon überzeugt, dass ich tot bin und niemand diesen Ort kennt. Ja, dann los. Sieht so aus, als hättest du gerade einen großen Fehler gemacht, du arrogantes Arschloch. Your body. An instrument. I never thought you had it in you. And yet you make every fiber in my body tremble with excitement. Your body will forever be admired by those like me, who understand the only pure and true form of art. Ey, wie krank, ey. Boah, der Typ, der gehört tot, ey. So, darf ich jetzt endlich mal loslegen hier mit meiner Waffe? Kannst du die nehmen? Speer. Benutzen. Danke. Geht doch. Nur ein kleiner Pieks. Ist was, Doc? Glauben Sie an Karma, Doc? Wir sehen uns in der Hölle. Nichts sagen. Glauben Sie an Karma, Doc? Do you believe in karma, Doc? Boah, krass. Boah, Dr. X Körper untersuchen. Er hat endlich bekommen, was er verdient hat. Ich hoffe, er verrottet in der Hölle. Mädchen, schau an. Ich habe das Leben dieses Mädchens gerettet, aber warum fühle ich mich immer noch so wütend? Ich binde sie los. Und haben wir sie gerettet? Aber sind wir jetzt nicht selber auch noch tot? Oder ist es jetzt... Thank you. Thank you so much. Oh mein Gott. He would have killed me. Like the others. The animal. You gave him what he deserved. Who are you? Selbst ein Tier ist nicht so, ganz ehrlich. So sind nur Menschen. Mein Name ist Susan Ashworth. Man nennt mich die Cat Lady. Das ist egal. Vergiss, dass du mich je gesehen hast. Geh einfach. Mein Name ist Susan Ashworth. My name is Susan Ashworth. Now get out of here. Call the police. I'm going home. Oh, ich glaube, wir haben das Kapitel geschafft. Jawohl. Oh, Kapitel 2 ist beendet. Wir kommen in Kapitel 3. Der Fluss. Das heißt, wir haben jetzt die Klinik hinter uns. Standing by the river, I wonder. Do I need a stone? No. My heart is heavy enough. It will drag me down for sure. Endlich. Bin zu Hause, zuerst sollte ich an all diese schrecklichen Erinnerungen an diese Nacht abwaschen. Allerdings. Aber wir sind jetzt halt nicht... Es ist jetzt nicht so, als wäre sie ganz woanders. Achso, ich würde auch gerne meine Katzen sehen. Tun wir für eine Minute so, als wäre alles wieder normal. Ich habe immerhin überlebt. Vielleicht kann ich jetzt versuchen, die kleinen Dinge im Leben zu genießen. Vielleicht. Okay, ja, ich schaffe das. Einen Schritt nach dem anderen. Oh, okay, sie versucht... Einfach mal ein bisschen nach vorne zu sehen. Wir machen mal das Licht an. Es sieht hier aber auch trotzdem alles ein bisschen gruselig aus. Telefon, was haben wir hier noch? Schalter, ein. Ich mach mal überall erstmal das Licht an. Schrank, untersuchen. Ein alter Schrank, in dem ich Bücher, Briefe, Zeitschriften und Weingläser aufbewahre. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich die das letzte Mal benutzt habe. Ich habe nichts mehr getrunken seit Eric. Mhm. Klavier. Aha, das einzig farbige.
Und da ist die Katze. Warum ist es da oben farbig? Balkontür. Ich soll eine Dusche nehmen, aber... Ich mach mal das Fenster. Kann ich das zumachen? Schließen. Das ist irgendwie angenehmer. Lichtschalter. Ein. Das Licht ist schon an. Okay. Gästezimmer. Und Schlafzimmertür. Okay, das ist Susans Wohnung. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch jetzt auch endlich mal unsere Dusche. Die hat sie sicher auch verdient. Aber es ist immer noch etwas merkwürdig. Und warum macht die Katze gar nichts? Und wenn sie die ganze Zeit weg war, wie... Hat die überlebt? Na egal. Badezimmertür. Öffnen. Dann gehen wir da mal rein. Es ist irgendwie so kühl und komisch und... Ja. Nimm ein Bad. Ich... Bewege den Vorhang. Ja. Sieht dann nicht so unheimlich aus, aber es sieht trotzdem unheimlicher aus. Musst du auf Klo? Sind wir mal auf Klo gegangen. Okay. Soll sie eine Dusche nehmen oder ein Bad? Ach, zum Abwaschen nehmen wir mal erstmal eine Dusche. Toll, mir ist wohl das Geld im Stromzähler ausgegangen. Ich kann nicht im Dunkeln duschen. Ich muss erst den Strom wieder anstellen. Im Schlafzimmer sollte etwas Geld sein. Ach du Schiete, okay. Toll, jetzt ist es hier voll dunkel in der Wohnung. Die rote Anzeige zeigt Susans geistigen Zustand an. Sie steigt an, wenn sie sich aufregt. Wenn sie gefüllt ist, erleidet sie einen totalen Zusammenbruch. Okay, ich werde an der Stelle nicht, dass irgendwas passiert, mal speichern. Einfach, weil wir hier auch im neuen Kapitel sind. Ich mach das mal hier so um mein Mikrofon herum. Ist immer ein bisschen schwierig. So, speichern. Und muss jetzt aufpassen, dass sie nicht ganz rot ist oder was. Wie mache ich das? Ich sollte nicht blutverschmiert da hineingehen. Wie? Hä, und was? Hä? Was mache ich denn, damit die nicht rot ist? Also ich meine, ich sehe nur unten links, ist das jetzt nicht voll rot? Ein. Kein Geld. Das Licht, okay, das wird mit Geld gemacht. Ach so, ich check das mich die ganze Zeit auch nicht mit dem Geld. Hm? Da will sie aber nicht reingehen. Weil wir ins Schlafzimmer sollten, ne? Genau, wir sollten ins Schlafzimmer. Und wann wird es jetzt roter und wann nicht? Und was muss ich dann machen? Kapier ich nicht. Ja, ich habe ja das Fenster und alles schon zugemacht vorher. Vielleicht liegt das ja daran. Ach nee, ins Gästezimmer will ich ja auch gar nicht, stimmt. Schlafzimmer. Ja, dann geh da mal rein. Schranktür. Oh oh. Oh oh. Dieser verdammte Ball fällt jedes Mal vom Regal, wenn ich die Tür öffne. Ich sollte ihn einfach wegschmeißen. Aber das erschreckt sie bestimmt, ne? Ach nee, sie hat ihn jetzt genommen. Okay. Untersuche. Nur ein paar Klamotten, Schuhe, davon brauche ich nichts. Okay, ich habe jetzt einen Ball. Eine Katzenuhr. Tasche. Ist da das Geld drin, ne? It's my bag. Ja. Suche. Da ist ein bisschen Kleingeld drin, das nehme ich lieber. Jawohl, dann haben wir... What's this? Bills, bills, bills and more bills. How can I afford to pay these? I wish I'd never got out of that hospital alive. Ah, okay. So wird's also groß roter. Das ist nicht gut. Ich mach mal das Fenster zu. So, damit es ihr wieder besser geht. Oder? Oder wie ist das? Gemälde. Schau an. Die meisten davon sind Geschenke alter Freunde. Leute, die mich schon lange vergessen haben. Ich kann mich auch kaum noch an sie erinnern, wenn ich ehrlich bin. Das ist alles in einem anderen Leben passiert, in einer anderen Zeit. Das mit den Wolken habe ich sogar selbst gemalt. Ich glaube, ich mochte es mal. Jetzt kann ich es mir nicht mal mehr anschauen. Hm. Ins Bett wollen wir nicht, aber wir wollen jetzt halt das Geld in den Stromzähler stecken. Können wir das denn jetzt hier machen mit dem Lichtschalter? Ja, okay. Wo ist denn der Stromzähler?
Geh mal da rein. Ich gehe lieber nicht im Dunkeln in diesen Raum. Ich versuche es später nochmal, wenn der Strom wieder da ist. Okay. Belüftung, untersuche. Die sind für meine Katzen. Wenn die Fenster zu sind, können sie immer noch durch die Belüftungsanlage reinkommen. Aha, okay. Stuhl. Nee, da will ich mich jetzt nicht hinsetzen. Noch ein Stuhl, Balkontür. Da ist das Klavier. Oh! Nein, der gruselige Doktor. Sie hat Angst. Wetten? Es war nur ein Schatten. Und das ist wegen der Katzen, ne? Untersuchen. Ich benutze dieses alte Klavier, um meine Katzen herbeizurufen. Sie kommen, wenn sie mich spielen hören. Leider machen das auch manchmal die Nachbarn. Aha. Okay, ich muss jetzt aber echt da an den Stromzähler. Kannst du da rein? Kannst du das hier machen? Wo muss ich das denn machen mit dem Stromzähler? Wo ist der Stromzähler? Ist der in der Küche? Ist der hier? Da ist ein Hut. Ich nehme den Hut. Toll, ich habe einen Hut. Ist der draußen? Ach, der ist hier. Okay. Also ich meine, klar, aber ich wusste jetzt nicht mit dem Geld anwerfen und so. Vielleicht ist der auch in ihrer eigenen Wohnung. Okay, untersuchen. Ein alter Stromzähler. Anstatt monatliche Rechnungen zu bezahlen, wirft man einfach Geld ein, um Guthaben zu schaffen. Ich habe momentan kein Guthaben mehr. Okay, dann ändern wir das doch mal. Benutzen. Das sollte für ein paar Tage reichen, wenn ich daran denke, die Lichter auszumachen, wenn ich den Raum verlasse. Ah, cool. Jetzt kann ich eine Dusche nehmen, ne? Die Blauanzeige füllt sich, wenn... Kann ich das mal lesen, bitte? Ich kann nicht... Wenn Susan glücklich und zufrieden ist, wenn sie sich gefüllt hat, wird sie sich entspannen können. Aha, ach so. Und was ist da hinten? Was ist hier? Ah, da kommen wir bestimmt raus. Gut, bei Rot müssten wir jetzt eigentlich mal ein bisschen aufpassen, aber wenigstens ist auch wieder etwas da, was sie gut fühlen lässt. Und noch besser ist natürlich, wenn wir jetzt... Ja, jetzt machen wir wieder Licht an. Sehr schön. Okay, dann gehen wir da rein. Hier machst du auch mal Licht an. Wunderbar. Dann fühlt sie sich bestimmt gleich besser. Natürlich könnte sie jetzt auch ein langes, entspanntes Bad nehmen. Aber wir nehmen mal eine Dusche erstmal, wie gesagt. Standing by the river, I smile. Will I miss it all? No. I'll be glad to leave it behind and never come back. Das ist besser. Jetzt sollte ich mir etwas zu essen besorgen. Wann habe ich zuletzt gegessen? Ich verhungere. Ach toll, aber Essen besorgen, Kaffee trinken, Zigarette rauchen. Ja. Like Susan. Okay. Toll. Wir können auch wieder ein Bad nehmen, aber das erste Mal sieht sie auch mal anders. Ach so, warte mal. Mach mal hier Licht wieder aus am besten. So, wir wollen ja ein bisschen Geld sparen. Und jetzt möchtest du bestimmt hier in die Küche gehen. Machen wir wieder Licht an. Kessel. Untersuchen. Der Kessel ist leer. Dann mach doch mal Kaffee. Brauche eine leere Tasse. Fülle. Weiß nicht, was die hier für einen Kaffee macht, aber sieht halt eher aus wie ein Wasserkocher. Ein Kessel verwirrt mich auch. Mach Kaffee. Brauche eine leere Tasse. Okay. Schrank. Öffnen. Tasse bitte. Nimm Streichhölzer, nimm Katzenfutter, du benutze Kaffeefreund Getränke. Weißer. Nimm Korkenzieher. Schließe Schrank. Okay. I should make a coffee first. Okay, dann kommt das eben danach.
kannst auch die Streichhölzer nochmal nehmen. Und die Katzenfutterdose kannst du auch nehmen. Dann können wir auch gleich für die Katze Futter machen. Korkens hier lassen wir mal und dann mache ich das andere dann gleich. Und dann gebe ich nochmal in den anderen Schrank. Geht das auch? Nö. Mhm. Kühlschrank öffnen. Was haben wir hier? Nimm Cheeseburger. Benutze Milch. Cheeseburger. I need a mug of coffee first. Also Milch haben wir auch. Schön. Mikrowelle untersuchen. 800 Watt Mikro. Wie ist das hier mit dem... Wo ist denn hier Burger? Hier. Kannst du den nicht einfach mal essen? Benutzen. Kannst du den nicht einfach untersuchen? Ein billiger Viertelpfünder mit Käse. Zubereitungsanleitung. Entfernen Sie die Verpackung. Stellen Sie das Produkt in die Mikrowelle. Also so ein Ding. Was? Nochmal. 800 Watt, 60 Sekunden. Okay. 60 Sekunden. Dann kannst du ja mal... Momentchen hier. Mikrowelle untersuchen. Ja, und dann machst du das Ding da mal rein, bitte. Wunderbar. 60 Sekunden, dann haben wir es, oder? Machst du dir schon mal was zu essen und trinken auch noch gleich und dann haben wir es. Viel Auswahl ist das ja nicht an Essen, aber okay. Hast du den jetzt schon gegessen? Fertiger ist den Burger, genau. Lecker, lecker. Burger. Genau. Hat sie schon mal was gegessen? Wunderbar. Und den Kaffee, den machen wir dann im nächsten Part von The Cat Lady, damit unsere liebe Susan wenigstens mal was auf die Rippen bekommt. Wir sehen uns. Bis dann.